Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind am Start mit der nächsten Episode und zwar der 21. Zumindest wenn es nach meinem Schneideraufwand geht, denn ich habe tatsächlich gerade, wie extrem bitter das auch sein mag, das Video zum zweiten Mal geschnitten. Habe es bereits einmal geschnitten und zwar kurz nach Weihnachten, habe es nicht mehr gefunden und musste es dementsprechend jetzt normal machen. Super Geschichte, aber egal, jetzt habe ich es natürlich direkt vor Augen, kann euch direkt sagen, was so hier passiert. Das war so ein Anreizpunkt von euch, dass ich mir die Spiele nochmal angucken soll, damit ich weiß, was abgeht und das habe ich jetzt auf jeden Fall gemacht. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne mal in die Videobeschreibung, wie ihr es momentan mit meiner Begrüßung seht. Momentan mache ich ja nicht mehr Selkom, sondern Servus YouTube und herzlich willkommen. Das heißt, das Ganze relativ, naja, gemäßigt. Sozusagen, ich glaube, gerade habe ich wieder das alte gemacht, aber trotzdem könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der neuen, beziehungsweise von der etwas konservativeren Variante haltet, würde ich mich auf jeden Fall mal sehr für interessieren. Wir spielen heute zunächst einmal gegen Kaiserslautern und dann gegen den SC Freiburg, zwei sehr, sehr starke Teams an sich, die aber beide nicht so wirklich an die Erwartung anknüpfen konnten. Ja, Freiburg ist nicht mal in der ersten Tabellenhälfte und Lautern selber, ja, die stehen irgendwo relativ weit oben, aber können natürlich mal wieder nicht die Erwartung Ligameister erfüllen, was aber auch ganz klar ist, denn das sind ja wir. Das haben wir ja schon festgestellt, wir haben zu viele Punkte Vorsprung, niemand kann uns mehr andersweise einholen und es sind nur noch drei Spiele, das heißt 9 Punkte zu vergeben und wir haben am Ende dieser Episode ja noch ein Spiel vor uns bis zur Meisterfeier, das heißt in der nächsten Episode gibt es dann diese Meisterfeier und ich hoffe darauf freut ihr euch ebenfalls. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, würde ich mich extrem drüber freuen, Links in der Videobeschreibung für weitere Unterstützung ebenfalls vorhanden und dann würde ich einfach mal sagen, legen wir los mit der ersten Partie für diese Episode, müssen so ein bisschen umstellen, unter anderem spielt Iheanacho neben Fabian Klos vorne drin, Ryan Gold ist ja angeschlagen, Lorenzen nicht ganz fit, aber das soll uns nicht aufhalten, auf dem Weg zum Sieg, ich wünsche euch viel Spaß, hoffentlich nochmal 3 Punkte und wir sehen uns dann gleich wieder. Der Betze ausverkauft, der Meister war zu Gast. Arminia Bielefeld, der Zweitligameister der Saison 2015-2016, sollte ja hier nochmal richtig für Budenzauber sorgen und das mit einer wunderschönen, vor einer wunderschönen Choreografie der Lautern-Fans. Die halten ihrem Verein die Treue, egal was kommt, egal wer geht und momentan sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Tabellen Vierter und theoretisch ist der Aufstieg bzw. die Relegation noch möglich. Nur 2 Punkte Rückstand auf den dritten Platz und nur 3 Punkte Rückstand auf den zweiten Platz. Das heißt, es geht noch einiges, für Lautern hängt viel an diesem Spiel, für Bielefeld eigentlich absolut nichts mehr, die spielten hier auch mit einer relativen B11, denn die Männer mit nur 14 Gegentoren, die momentan danach ausschauen, als würden sie den Defensivrekord des 1. FC Köln knacken, ja, stehen mit momentan viel zu vielen Punkten Vorsprung da, sind schon sicher durch als Erster der zweiten Liga aufgestiegen und dementsprechend, ja, konnte Trainer MGT da auch auf eine schwächere Elf als normalerweise zurückgreifen. Auf der anderen Seite bei Lautern, Müller im Tor davor, Zimmer, Heubach, Wutschur, dazu noch Chris Löwe als Linksverteidiger, Alexander Ring und Markus Karl auf der 6, Halfa, Biosek, Hittegard Jensen und Kaspar Pritschibilko, der ehemalige Kölner in der Sturmspitze. Pritschibilko hatte ja auch mal für Arminia Bielefeld gespielt, allerdings mittlerweile ja bei den Kölnern aktiv. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite Wolfgang Hesel im Tor davor, Jonas Triffler, Manuel Junglas in der Innenverteidigung, neben Julian Börner, Sebastian Schupper, ein Linksverteidiger auf der 8, spielte Tim Diersen, Hemlein Görlitz auf den Außen davor, Daniel Brinkmann auf der 10 und in der Sturmspitze Fabian Klos und Kelechi Iheanacho, das heißt der Alte mit dem Jungen, der Routinier mit dem Jungspund mit dem Nachwuchstalent, das ja von Manchester City in der Winterpause geholt worden war. Verletzt war, mittlerweile wieder fit ist und das wollte er heute natürlich direkt unter Beweis stellen. Ansgar van Hauenstein pfiff die Partie an und es ging gleich richtig gut los für die Arminia mit Iheanacho. Energisches Tackling, der Ball auf Fabian Klos, der versucht es aus 13 Metern, aber noch vorbei am Tor von Marius Müller. Das war einigermaßen in Ordnung, sein Abschluss allerdings noch nicht so gut. Auf der anderen Seite ging es besser weiter, es gab einen Freistoß nach knapp einer Viertelstunde für den FCK, für die Gastgeber nach einem Foul von Junglas im Mittelfeld und das ist eine richtig gute Situation für Ruben Hittegard Jensen, den Norweger, der macht das richtig stark. Allerdings, ja, kann da natürlich mal wieder Hesel seine Klasse beweisen und lenkt diesen Ball um den linken Torpfosten aus seiner Sicht herum. Der Kapitän verhindert also das Tor des Norwegers, das 1:0. Und wir sehen in der Wiederholung, das war alles andere als leicht zu halten, aber natürlich für den besten Keeper der zweiten Liga ist das kein Problem. Es ging weiter auf der anderen Seite, es passierte nicht viel im ersten Durchgang, aber noch eine Chance, beziehungsweise ein Anlauf der Bielefelder. Fabian Klos mit der Flanke erstmal abgewehrt, aber nochmal die Flanke, diesmal von Görlitz, und zwar Wolle wieder auf Iheanacho, aber der kommt nicht an den Ball ran. Und das war die letzte Aktion der ersten Halbzeit. Mehr passierte nicht. Die zweite Halbzeit startete besser aus Sicht der Bielefelder. Das ist der Ball auf Tim Diersen. Der spielt in der Spitze auf Brinkmann. Der versucht es abgefälscht, aber kriegt nochmal den Ball mit links. Ja, der Abschluss ein bisschen zu zentral für Marius Müller. Den bringt er da nicht in Gefahr. Aber Brinkmann lief jetzt heiß und machte weiter nach vorne Druck. Diesmal wieder aus der Distanz, knapp am Pfosten vorbei. Das sah schon ein bisschen besser aus und es wurde sogar noch besser, denn nur ein paar Minuten später Klos mit der Flanke und Brinkmann mit dem Kopf aus 12 Metern. Diesmal wieder zu zentral. Aber dann
kam Brinkmanns größter Auftritt und die größte Chance für Arminia Bielefeld. Da bringt Lautern den Keeper so ein bisschen in Schwulitäten. Sie spielen nochmal hinten rum und das ein großer Fehler, denn im Endeffekt der Ballverlust von Marius Müller direkt in die Füße von Brinkmann und der steht alleine im 16er, trifft nur den Pfosten, aber sowieso abgepfiffen, angebliches Stürmerfoul. Es war nie im Leben eins, aber im Endeffekt auch egal, denn der Ball war ja nicht im Tor. Anders in der Situation vielleicht die Flanke von Diersen auf Iheanacho. Nacho und Marius Müller mit einer klasse Parade verhindert den Treffer des Nigerianers, der abgetaut war und jetzt wieder auftauchte. Sehr, sehr gute Aktion vom jungen Neuzugang und der hatte gleich noch eine nach der Ecke, spielt Börner den Ball raus auf Iheanacho und der ist linksfluss, fangt aber nicht mit links, sondern mit rechts. Abgefälscht, nochmal abgefälscht, drin das Ding, 1-0, 66. Minute, der Führungstreffer für Arminia Bielefeld durch Kelechi Iheanacho. Er hatte gerade es wunderbar versucht, da hatte Müller noch gehalten und dieses Mal ist Müller chancenlos, viel zu überrascht davon, dass die eigentlich schwache Flanke mit dem schwachen rechten Fuß, die nicht mit dem starken linken geschlagen wurde, warum auch immer, zweimal abgefälscht wird, sowohl von Heubach als auch im Endeffekt von Karl und dann hat er keine Chance mehr, diesen Ball zu halten. Iheanacho, dem wird das Tor sogar gut geschrieben, drittes Saisontor für ihn und das trotz so vieler Verletzungen, dass er richtig gut aus auf der anderen Seite versucht ist. Ja, der FC Karl nochmal und zwar nach 87 Minuten über Karl, aber der haute den Ball rüber und das war die letzte Aktion der Partie. Arminia Bielefeld gewinnt also das vorletzte Auswärtsspiel, den vorletzten Auswärtsauftritt der Saison und Lautern, ja, scheint nicht aufsteigen zu können, denn sie haben damit wichtige Punkte liegen lassen. Die Arminia mit B11 erfolgreich und das ist momentan einfach die beste Mannschaft der Liga. Da kann man nichts gegen sagen. Hesel wieder mit dem wunderbar parierten Freistoß bewiesen, warum er die beste Defensive der Liga vor sich hat. Und auf der anderen Seite, ja, Kelechi Iheanacho zeigt, dass selbst wenn Melvin Lorenzen und Bad Finne nicht da sind, er Christopher Nöte und natürlich auch Fabian Klos immer noch eine Gefahr darstellen. 1-0 gewinnt im Endeffekt die beste Offensive der Liga, zusammen in Kombination mit der besten Defensive der Liga beim FC Kaiserslautern. So, den Betz haben wir also erobert, das ist natürlich schon mal schön, allerdings, ja, ich sag mal, das Ding von Brinkmann hätte noch sitzen können. Also 2-0 wäre schon verdient gewesen, auch in der Summe, weil wir wirklich sehr, sehr stark nach vorne gespielt haben. Ist nicht passiert, aber kannst im Endeffekt nichts machen, denn der Sieg ist der Sieg. Wir haben 3 Punkte eingefahren, die sind zwar unnötig, aber sieht natürlich auch mal schöner aus. Und wir haben weiterhin nur 14 Gegentore. Der Rekord liegt beim 1. FC Köln mit 20 Gegentoren aus der Saison 2000, oder habe ich gerade richtig gesehen, das war glaube ich die Bundesliga mit 18 Gegentoren. Liga Saison 2013, 2014 war es glaube ich, oder 2012, 2013, ich bin mir gar nicht sicher. Nee, 2013, 2014 liegt bei 20 Gegentoren und momentan sind wir dann auch deutlich drunter. Das heißt, wenn wir in den letzten beiden Spielen 6 Gegentore kassieren, sieht selbst dieser Rekord sehr, sehr gut für uns aus. Torjägerrekord kriegen wir wohl nicht hin, dafür sind unsere Schützen ja zu verteilt. Wir haben ja sehr viele Torschützen, die oft treffen. Allerdings ist das auch gar nicht so schlimm, denn besser, wir haben eine ausgeglichene Mannschaft, als wenn ein Stürmer geht, dass dann gleich das ganze Team zusammenbricht. Das ist ja oft der Fehler, beziehungsweise das Problem bei Aufsteigern. Bei uns wird es hoffentlich nie der Fall sein. Wir spielen jetzt auf jeden Fall gleich nochmal gegen den SC Freiburg. Die sind ja abgestiegen letzte Saison für uns hier in der letzten Saison und eigentlich auch in Realität in der letzten Saison. Normalerweise sind die der Top-Favorit auf den Aufstieg, in Realität ja momentan auch, glaube ich, Herbstmeister gewesen. Momentan nicht Tabellenführer, das ist Leipzig, aber auf jeden Fall sind sie Herbstmeister gewesen und ja, auch sehr nah dran am Aufstieg, gerade wegen Spielern wie Nils Petersen, wie Vincenzo Grifo, die sehr, sehr stark sind. Hier in FIFA, wie gesagt, stehen sie nicht so weit oben, das ist ein bisschen überraschend, normalerweise müssten sie das, denn sie haben einen der besten Kader der zweiten Bundesliga, aber das ist halt auch wieder so die Sache, das muss in FIFA nicht zwingend was heißen, gerade im Karrieremodus kann oft viel passieren. Ich habe einen, wo Bayern gerade mal Tabellen 16. ist und das am 28. Spieltag. FC Bayern, muss man sich mal überlegen. Aber kannst du nichts machen, wir spielen jetzt auf jeden Fall gegen diese eben erwähnten Freiburger und zwar nochmal zu Hause, was natürlich auch sehr schön ist. Auf unserer Alm wollen wir nochmal 3 Punkte vor allem mit dem Publikum holen. Der letzte Heimauftritt unserer Meistermannschaft, den wollen wir nochmal richtig schön auskosten und dementsprechend spielt auch eine Elf, die ja auf jeden Fall, ich sag mal, die Leistungsträger waren in dieser Saison. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Die Bielefelder Alm zum letzten Mal in dieser Saison Schauplatz eines zweite Bundesligaspiels und zum letzten Mal im nächsten Jahr zumindest erstmal oder in diesem Jahr zumindest ein Schauplatz eines zweite Bundesligaspiels, denn die Arminia als Ligameister der Liga 2 des zweiten deutschen Oberhauses beziehungsweise der ja, deutschen Unterhauses sozusagen aufgestiegen. Freiburg hingegen dümpelt in der zweiten Hälfte der Tabelle rum. Für die war dieses Spiel genauso egal wie für den DSC. Allerdings natürlich vor allem im Publikum wollten sich die Bielefelder nochmal richtig schön beweisen, für die wunderbare Saison bedanken und das taten auch die Fans. Klasse Choreografie vor dieser Partie. Und auf der anderen Seite wollte natürlich der SC Freiburg nochmal den Bielefeldern so ein bisschen was reindrücken. Momentan steht doch der Torrekord des 1. FC Köln zu Buche. Und zwar 14 Gegentore bei Bielefeld, 20 waren zum 1. FC Köln. Das heißt, mit 6 Gegentoren können die Freiburger Bielefeld richtig in die Suppe spucken. Das wollten sie versuchen. Hesel, Dick, Christensen, Börner, Schuppern sollten das defensiv verhindern. Davor Tim Diersen wieder auf der 8. Amina Fahne auf links, rechts Bad Finne. Davor Ryan Gold in der Sturmspitze, Melvin Lorenzen und Kelechi Iheanacho. Das
momentan die beste Elf bei den Bielefeldern und natürlich auch die Stammelf, das haben wir dabei nicht vergessen. Auf der anderen Seite allerdings genauso schwach eigentlich, könnte man sagen, ist es nicht. Klant im Tor davor, Kübler, Torrejon, Höhn und Hedenstad. Auf der Sechs dann Abraschi zusammen mit Julian Schuster davor, Mats Möller, Deli, Vincenzo Grifo, Mike Franz und Nils Petersen in der Sturmspitze. Also alles andere als schwach eigentlich der Kader der Freiburger. Warum die so weit unten in der Tabelle stehen, sie wissen es wahrscheinlich selber nicht und wir erst recht. Wir springen rein in die Partie und der erste richtige Vorwärtsaspekt, der Offensivaspekt, den gab es auf Seiten des ersten SC Freiburg. Und zwar über den Ball von Mats Meladeli auf Nils Petersen. Der lässt dick stehen, der zieht ab und macht das 1-0. 16. Spielminute, der Gegentreffer für die Arminia nach Ewigkeit, mal wieder ein Gegentor und das vor allem im Publikum. Die waren zuerst einmal alle verdattert, allerdings war das richtig schön gemacht. Vom ehemaligen Jungnationalspieler, vom ehemaligen Münchener und ehemaligen Cottbusser Leiter, damals in der zweiten Liga schon richtig aufgedreht und hier zeigt er, dass er das immer noch nicht verlernt hat. Lester Hesel keine Chance. Bielefeld versuchte zu antworten, spielte richtig schön Kombinationsfußball. Melvin Lorenzen versucht es hier. Allerdings zieht er am Tor vorbei und dementsprechend nicht der Ausgleichstreffer nach knapp 18 gespielt Minuten. Das war direkt die Gegner. Auf der anderen Seite, es war ein offener Schlagauftausch, versuchte sich direkt mal wieder Freiburg. Schöner Versuch aus der Distanz von Vincenzo Grifo. Allerdings zielt er ein bisschen zu hoch und dementsprechend über den Kasten hinweg. Bielefeld dann wieder nach 39 Minuten aktiv. Flanke auf Lorenzen, der Pfosten. Er sollte einfach sein Tor nicht erzielen. Richtig bitter für den Deutsch-Engländer, dass er den nicht im Tor unterbringt. Sie versuchten es weiter nach vorne. Iher Nacho legt nochmal ab und zwar auf Ryan Gold. Der Versuch ist aber abgefälscht und dann über den Kasten. Keine Gefahr für das Tor. Ja, auf der anderen Seite, zweite Halbzeit, wir springen wieder rein, machte Freiburg den besseren Start in Durchgang 2. Erst der Versuch abgeblockt und dann nochmal aus der Distanz. Julian Schuster aber nicht so erfolgreich wie sein Teamkollege vorhin. Nils Petersen war einfach nochmal ein Stückchen besser als der Sechser und Kapitän der Freiburger. Es ging weiter mit dem SC, die waren jetzt richtig gut drin. Pfostenschuss von Petersen und das nach 50 Minuten, dann kommt nochmal einer angeflogen. Aber diesmal ist Hesel da und hält diesen Ball. Bielefeld war wütend, die wollten irgendwie zurückkommen und machten jetzt auch ein bisschen Wert für die Offensive. Ryan Gold, der Ball gehalten und da ist Melvin Lorenzen, den macht er nicht rein. Den macht er nicht rein, der Top-Torjäger der zweiten Bundesliga schafft es nicht, diesen Ball im Tor unterzubringen. Und wenn man Riesenchancen vergibt, dann kommt auf der anderen Seite der SC Freiburg und macht es besser. Julian Schuster über außen gegangen, Kopfball an den Pfosten und da ist Nielsen und macht den rein. Aber Nielsen, ehemaliger Braunschweiger, ehemaliger Leipziger und hier erfolgreich mit seinem rechten Fuß. Das war gut gemacht von Schuster, zieht da ja den Innenverteidiger nach außen, zieht den Diersen aus der Mitte raus. Der Kopfball an den Pfosten, da kann Hesel nichts machen in der Mitte. Er ist dick ein bisschen zu spät und dann macht Nielsen sein Tor. Bielefeld war jetzt noch wütender, versuchte noch energischer zurückzukommen. Das ist Diersen auf Amin Afane im 16er und jetzt klappt es 1-2. Nur noch der Anschlusstreffer nach knapp 75 gespielten Minuten. Eine Viertelstunde blieb den Bielefeldern also noch, irgendwie hier noch einen Punkt zumindest rauszukitzeln, beziehungsweise einen versöhnlichen Abschluss des Jahres auf der Alm herbeizuführen. Allerdings wollte Freiburg das verhindern, tat das mit allen Mitteln, stellt sich jetzt defensiv sehr, sehr stark. Wunderbare Aktion hier. Iher Nacho versucht es dann nochmal und ist in der letzten Konsequenz vielleicht ein bisschen zu uneigennützig und dementsprechend vergibt er die größte Chance der Schlussphase. Auf anderer Seite gab es eine größere und zwar für den SC Freiburg. Das ist Mats Möller-Deli, geht einfach mal durch und zieht ab. Aber Hesel ist da, auch wenn er das dritte Gegentor an diesem Spieltag, dem 33. der zweiten Bundesliga. Aber der endete mit einer Niederlage für den SC Freiburg. Erst die zweite in dieser Saison für Arminia Bielefeld. Nicht für den SC Freiburg, sondern für Bielefeld. Ja, Freiburg gewinnt endlich mal wieder in der zweiten Tabellenhälfte beheimatet. Und trotzdem können sie dem Zweitligameister hinauswischen. Dank der Tore der beiden Stürmer, Nils Petersen und natürlich auch dem eingewechselten Harvard Nielsen. Das war ganz, ganz stark von den Freiburgern, die sogar mehr Tore hätten erzielen können. Von Bielefeld war das defensiv ein bisschen instabil. Und das trotz der besten Defensive der Liga und trotz der A11. Wackelt da was? Ist das genug für die erste Liga? Wir werden es nächstes Jahr sehen. Der letzte Heimauftritt, den verlieren sie mit 1-2 gegen Freiburg. So, ich weiß nicht, was da los war. Also das war an sich jetzt nicht schlecht gespielt, aber vorne hatten wir kein Glück. Ihr habt es gesehen, Lorenzen nach dem 1-0 direkt und dann auch mit dem Pfostenkopfball. Dann, Köpfe haben leer am Tor vorbei. Also irgendwie war es nicht sein Spiel. Und dann machen sie halt ja richtig Druck vorne, haben richtig gut gespielt und machen dann 2 Tore. Ich habe ja gesagt, haben einen der besten Kader der Liga. Naja, kann passieren. Aber was soll's. Nächste Episode feiern wir dann die Meisterfeier. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn euch diese Episode gefallen hat, auch mit einer Niederlage, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Dann. Haut rein. Und ciao. Dann.